Wie kann Landwirtschaft Teil der Lösung sein? Sie kann Boden wieder aufbauen, Lebensraum für Artenvielfalt schaffen und sogar den Klimawandel durch Kohlenstoffbindung abmildern. Wir stellen Betriebe und Menschen vor, die diese Wege begehen. Für eine regenerative und zukunftsfähige Landwirtschaft. Wir stehen drauf. Heute geht's ins östliche Brandenburg zu Tiny Farms. Die beiden Gründer Tobias und Jakob wollen eine kleinteilige und regenerative Landwirtschaft im Berliner Umland stärken und fahren dabei ein ungewöhnliches Konzept. Sie binden Menschen aus der Stadt, die keine Ausbildung im Gartenbau haben, in die Gemüseproduktion ein. Der ganz konkrete Anlass war, Berlin will 50% Bio in der Schulverpflegung haben und nur 5% kommen aus Brandenburg. Ja. So. Und dann sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, wieso ist das denn eigentlich? Das kann ja nicht sein. Umgeben von einem Agrarland und da kommt kein Gemüse her, kann man sagen. Gut, das bessere Gemüse produziert man in Baden-Württemberg, aber das war uns jetzt auch nicht genug als Lösung. Und so ist dann eben, haben wir gesagt, okay, überlegen wir mal, finden wir ein Modell, mit dem man das lösen kann. Und dann haben wir eins gefunden, von dem wir glauben, dass das funktionieren könnte und dann haben wir das einfach gemacht. Wir wollen mehr Menschen einfacher zu Produzentinnen und Produzenten machen und haben deshalb angefangen, vor allen Dingen Schulkaterer zu beliefern mit unseren Produkten und haben auch sozusagen ein sehr, sehr enges Verhältnis zu denen. Das heißt, wir haben die gefragt, was wollt ihr wann, in welcher Menge und haben das sozusagen übersetzt in unsere Fruchtfolge und haben dann angebaut. Das hatten uns auch alle gesagt, schlau wie wir waren, haben wir gedacht, nein, wir schaffen das trotzdem. Haben wir natürlich gemerkt, dass es wahnsinnig schwierig ist, dass es wirklich sehr, sehr komplex ist. Und dann ist eben Corona da reingekommen, deshalb hat das einfach nicht so richtig funktioniert. Und es ist tatsächlich schon auch so, dass wir dadurch auch Produkte verloren haben im letzten Jahr. Ne? Weil die Gurken waren halt reif, sozusagen die Schulen waren zu und natürlich kann man dann versuchen, das noch loszuwerden, aber das wird sozusagen auch nicht von einem auf den anderen Tag. Und mit dem ganzen Lockdown, wo es mal offen, mal zu war, haben wir da sozusagen auch Verluste gehabt. Mittlerweile beliefern Tiny Farms größtenteils den Berliner Lebensmitteleinzelhandel, wie zum Beispiel heute mit Kopfsalat, der in einem Bio-Supermarkt in Kreuzberg gehen wird. Dieser Salat wurde von Menschen wie Elisabeth angebaut, die zwar keine Ausbildung im Gemüsebau hat, aber hier seit Anfang des Jahres in die Produktion eingestiegen ist. Ich habe definitiv auch schon mal darüber nachgedacht, eine Gärtnerinnenausbildung zu machen, aber habe mich immer wieder dagegen entschieden, einfach weil es eine wahnsinnig große Hürde ist, nochmal 3 Jahre lang eine Ausbildung zu machen, vielleicht auf 3 verschiedenen Höfen nochmal zu leben. Ich merke einfach, ich bin schon viel rumgekommen, ich bin schon viel umgezogen und ich würde gerne mal so ein bisschen da bleiben, wo ich bin und nicht wieder alle Wurzeln losreißen. Es gibt super Gärtnereien, auch hier in Brandenburg, und wo man eine Ausbildung machen kann, wo man eben in die Lehre gehen kann und das tun kann. Aber wir sehen auch, dass es eben eine große Gruppe an Menschen gibt, die das nicht tun, weil sie vielleicht in einer anderen Lebensphase sind, vielleicht auch schon einen Beruf haben und sagen, oh, jetzt irgendwie nochmal 3 Jahre in die Lehre zu gehen, so, das ist irgendwie nicht das, was ich jetzt brauche, das dauert mir auch vielleicht zu lange, denn ich will eigentlich so direkt so ein bisschen selbstständig sein, mein eigener Herrin sein. Und ich weiß noch, als ich letztes Jahr mit meiner Kollegin Steffi hierher gekommen bin zum Besuchen, wir saßen danach so strahlend mit einem Grinsen im Auto und wir dachten, das gibt's nicht. Wir können jetzt einfach 1 Jahr lang ausprobieren, wie ist es denn, Gärtnerin zu sein. Und danach halt immer noch gucken, vielleicht ist es eine total romantische Vorstellung, die wir haben. Vielleicht ist es, freuen wir uns danach wieder total im Homeoffice zu sein. Keine Ahnung. Das Ziel der Tiny Farms ist es, mehr Menschen in die Landwirtschaft zu bringen, indem sie niedrigschwelligen Zugang ermöglichen. Damit das funktioniert, kümmern sich Tobias und Jakob um das Drumherum, wie Vermarktung, Landpacht und die Ausstattung. Die Mitarbeitenden zahlen den beiden einen Anteil dafür und teilen den Rest des Verkaufserlöses auf. Sie können sich ihre Arbeit selbst gestalten, indem sie sich als Team zusammentun oder auch das Ganze in Vollzeit umsetzen. Wir wollen eigentlich, dass es mehr eine kleinteilige Landwirtschaft gibt, dass es eben unterschiedliche, eine diverse Landwirtschaft gibt und versuchen deshalb eben diese Dinge, die man zusammenfassen kann, in, wir sagen manchmal so, einer virtuellen Großfarm zusammenzufassen, sodass man sagt, okay, das macht eine Person oder ein Team von Personen für viele kleine Farmen und die anderen, die können sich dann auf das konzentrieren, was sie sozusagen eigentlich machen wollen, nämlich einen Gartenbau. Dicker ist es besser für Pilzorganismen, dann tun wir so. Das stimmt, also es muss nicht unbedingt das Smartphone sein, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass wir versuchen, viele Prozesse so zu gestalten, dass sie sozusagen einfach zu verstehen sind, dass sie auch irgendwie beschrieben sind, also dass jeder und jede sie auch relativ einfach nachmachen kann. Und das hat einen großen digitalen Anteil, das ist schon so. Das ganze Stück, was man jetzt hinter mir sieht, ist in unserer Verantwortung.
die Aufgaben, die anfallen, teilen wir uns dann da auf, und zwar über die Plattform Asana oder Asana, ich weiß immer noch nicht, wie man das sagt. Das ist eine digitale Plattform der Teamorganisation, die eigentlich so, glaube ich, eher in der Startup-Welt benutzt wird. Wir lernen da gerade noch, weil es erstmal überhaupt die Frage ist, wie kann man denn so eine landwirtschaftliche Logik übersetzen in so eine digitale Anwendung. Das Gemüse hier wird nach Market-Gardening-Prinzipien angebaut, die einerseits bodenschonend und produktiv sind, aber auch sehr durchdacht und detailliert aufgeschlüsselt wurden und damit bestens in die Tiny Farms-Logik passen. Alle Beete sind 75 cm breit. Und normalerweise hier im Gewächshaus ein bisschen kürzer, aber draußen immer 30 Meter lang. Letztes Jahr haben wir damit angefangen, da haben wir gedacht, oh Mann, da verschenkt man so viel Platz, man könnte die ja noch breiter machen. Und dann haben wir echt rumexperimentiert, Trockenübungen gemacht mit allen möglichen Geräten und festgestellt, nee, das ist genau die richtige Breite, so, das passt. Ne? Auch wenn man denkt, man hat so viele Wege, ne? Man könnte die ja zusammenlegen, so, bis dahin würde die auch noch reichen. Aber es ist, nee, und sozusagen auch der Effekt, ne? Man kann so rübergehen. Das ist total wichtig dabei. Total. Und es ist ganz viel Psychologie dabei, also auch die Beetlänge. So 30 Meter hacken, 30 Meter ernten ist okay. 60 macht, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß. Obwohl sozusagen die Gesamtmenge die gleiche bleibt, die man ernten muss. Alles so ein bisschen so ein Maß, wo man denkt, okay, das passt. So ein menschliches Maß eigentlich, würde ich sagen. Ja. Und das ganz genau zu beobachten, welche Sachen kann ich, welche Arbeitsabläufe kann ich weglassen, welche Materialien kann ich auch weglassen, um am Ende das gleiche Ergebnis, das gleiche Produkt zu haben und mir dadurch überhaupt nur leisten zu können, das auch so händisch zu machen. Weil sonst ist es natürlich im Vergleich zu der hochmechanisierten Landwirtschaft überhaupt nicht konkurrenzfähig. Also tatsächlich ist das so ein Tool, was wir gerne benutzen, weil es eben so einfach ist auf eine Art und Weise, aber trotzdem irgendwie so gut einzusetzen. Ne? Also man macht sich das hier so und hat dann seine unterschiedlichen Hacken, je nachdem welche Größe oder Breite man braucht, kann man sich sozusagen die richtige rausholen und macht die dann hier oben drauf und kann loshacken. Und muss dann nicht jedes Mal, wenn man irgendwie eine neue Hacke braucht, wieder zurücklaufen zum Container und das irgendwie ein neues Werkzeug zu holen, sondern man hat es am Mann oder an der Frau und ist dadurch schneller und spart Wege und so. Der Vorteil vom Händischmachen ist erstens für den Menschen, der es macht. Du bist im Kontakt damit. So. Also ich komme eigentlich sozusagen aus einer reinen Treckerlandwirtschaft. Getreidebau macht man nur auf dem Trecker. Und das bringt einem eigentlich nichts irgendwie in dem Kontakt zur Pflanze, zum Boden. Es sind eigentlich keine Bewegungen, die einem irgendwie gut tun. Während im Händischen kann man das eben realisieren. Wenn man die richtigen Geräte hat, wenn man die richtigen Abläufe hat, dann muss das auch nicht Quälerei sein, sondern dann kann das eigentlich auch eine gute, wohltuende Bewegung sein. So, ne? Gerade wenn man sie nicht 7-mal die Woche den ganzen Tag machen muss zum Beispiel. Und das andere ist natürlich, dass es enorm bodenschonend ist, dass wir natürlich viel weniger Gewichte einfach auf den Boden kriegen. Also das Ziel ist ja im Market Gardening auch diese Beete eben permanent zu haben. Das heißt, sie werden einmal angelegt. Und dann eigentlich bleiben sie, werden nicht mehr befahren, möglichst auch nicht mehr betreten. So. Befahren stimmt nicht ganz, weil natürlich auch der Einachser da drauf fährt und schon das ist ein Problem. Deshalb haben wir jetzt auch angefangen, doch einen Trecker einzusetzen, ein ganz kompakter, der sozusagen eben nicht auf dem Beet fährt, sondern der fährt neben dem Beet. Wobei wir da auch Kompromisse eingehen, weil wir haben dieses Land jetzt erst in Kultur genommen, da übernimmt man halt Sachen aus dem Boden. Bio ist schon schwer genug. So. Das ganz ohne Mechanik zu machen, ist wirklich eine hohe Kunst. Da habe ich sehr großen Respekt vor, aber das macht man nicht im ersten Jahr und schon gar nicht als Laie oder Quereinsteiger. Mhm. Sondern das ist die Meisterschaft darin, also wirklich no-dick, also ohne Bodenbearbeitung zu arbeiten, ohne im Unkraut und in Schädlingen unterzugehen. Es ist spannend, dass du das sagst, weil oft ist ja die Kritik so, ja, Bio behauptet immer, es baut so toll Boden auf, aber letztendlich basiert es auf mechanischer Unkrautbekämpfung. Das kann ja nicht nachhaltig sein. Mhm. Was würdest du dem entgegensetzen? Das ist natürlich, ist die Mechanik das erste Mittel des Bioanbaus, wenn man die Chemie nicht hat. Da kommt man nicht so ganz raus aus dem Dilemma. Das ist, und am Ende ist es ein Kompromiss. So. Aber ich glaube schon, das ist eben auch Bio ist ein Entwicklungspfad. Und wenn man sozusagen es einem gelingt, den Boden entsprechend aufzubauen, entsprechenden Humusgehalt aufzubauen, entsprechende Kompostwirtschaft zu machen, dann kommt man da natürlich auch immer weiter von weg. So, ne? Dann nimmt man eben nicht mehr den tiefen Flug, sondern nur noch den Schälpflug und
kann das sozusagen Schritt für Schritt minimieren. Dieser Weg hin zu einem regenerativen Anbau ist wichtiger Teil der Sinnhaftigkeit, die Menschen wie Elisabeth dazu bewegt, hier teilzuwerden. Ich halte Gemüseanbau eigentlich für eine der sinnvollsten Tätigkeiten, die man machen kann, auf so vielen Ebenen, weil einerseits bewege ich mich körperlich und bin irgendwie aktiv und tue was für meine Gesundheit. Ich stelle das her, was irgendwie ernährungsphysiologisch am wichtigsten ist, egal in welche Ernährungsform man schaut. Und gerade hier in der Gegend, wo es relativ wenig Landwirtschaft gibt, irgendwie wieder was in Schwung. Ich finde manchmal, wenn man im Büro sitzt und irgendwelche Konzepte entwirft oder so, denkt man, wow, okay, in 5 Minuten habe ich es verändert, ist schon alles da. Und ich finde, diese Arbeit so im Garten zeigt halt wieder so, wow, nein, Geduld. Und es geht nicht alles nach meiner Kontrolle, sondern manches liegt einfach aus meiner Kontrolle. Das muss ich abgeben und es ist auch okay. Und diese Art von Demut, die so mitkommt, glaube ich, ist total gut auch als Ausgleich zu so einer Arbeit in der Stadt, wo man irgendwie ganz schnell so Lebensmittelsysteme so nachhaltig und was auch immer durchdacht hat. Und ich denke, je mehr Leute halt wieder zurück in die Landwirtschaft kommen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendjemanden kennst, der in der Landwirtschaft arbeitet. Und dass einfach wieder mehr so Verständnis entsteht für die Prozesse, die dahinter sind, und mehr Verbindung auch. Das war's für heute bei den Tiny Farms. Nächstes Mal fahren wir zur Abwechslung auf einen Berg. Schön, dass ihr heute dabei wart bei Bestehen drauf.